Willkommen zum Borderlands 2 Let's Play. Wir spielen im Koop hier bei den Spielkindern und ich freue mich, ein neues Spielkind bei uns begrüßen zu dürfen, nämlich den Ludwig. Sag hallo, Ludwig. Einen wunderschönen guten Tag. Ich bin heute der Pro. Ja. Yeah. Der Boss. Der Boss, genau. Wir der haben Boss. Nämlich. Ja, ja, du freust dich schon total, oder? Ja. Unglaublich. Ich glaube auch, also wenn ich ihn jetzt sehen könnte, ich sehe ihn ja leider nur gar nicht sozusagen, weil wir über Skype reden, aber wenn ich ihn sehen könnte, würde er wahrscheinlich rumhüpfen wie ein kleiner Flummi, weil er sich so freut. Ja. Weißt du, dass ich das immer tue? Genau, weil ich weiß sehr genau, dass er das immer tut, wenn er sich freut, auch wenn er sich nicht freut, also eigentlich immer. Und ja, wir spielen heute unter dem Motto Boss versus Boon und ich bin der Boon, beziehungsweise der Noob, weil ich habe das Spiel noch nie gespielt. Und ich habe auch den Vorgänger exakt beeindruckende 3 Stunden lang gespielt, glaube ich, sagt mein Steam-Konto. Davon war aber 1 Stunde wahrscheinlich nebenbei gelaufen im Menü oder so. Ja, und Ludwig, erzähl doch mal, wie viel du das schon gespielt hast, den ersten und den zweiten Teil. Aufgrund meiner überragenden Skills und Leistung, ich habe den ersten Teil ungefähr, ich glaube, 5-mal durchgespielt und den zweiten jetzt auch schon 2-mal und deswegen bin ich hier ganz klar im Vorteil. Ja, ich denke auch, ich fühle mich in guten Händen, muss ich ehrlich sagen. Also ich glaube nicht, dass mir viel passieren kann. Ich werde mich einfach immer hinter dich stellen und warten, bis du alle getötet hast und am Ende bin ich Level 3 oder so, wenn wir den Endboss besiegen. Also ich freue mich schon richtig drauf. Das wird ja. Super. Gut, wollen wir dann erstmal ins Intro einsteigen und die Leute dann weiter nerven mit unserem Gequatsche? Ich würde sagen, Film ab, oder? Ja, auf geht's, neues Spiel. So, du willst also noch eine Geschichte hören. Eine, in der sich das Schicksal von Pandora entscheidet. Wenn nicht Pech, ich erzähle sie dir trotzdem. Es begann mit der Kammer. Alien. Sehr nett. Zu öffnen mit einem. Sind über die Borderlands-Intos. Ja, ich ans Erste erinnere ich mich sogar noch, weil ich Borderlands 1 nämlich auch nicht vor 2 Jahren gespielt habe, sondern vor 2 Wochen oder so. Ach gut, was für ein Sale? Ja, genau, für 5 Euro. Ich hoffe, du hast Untertitel an, falls uns wieder Leute sich beschweren und sagen, ihr habt über das Intro gesprochen. Nee, also seit dem Sleeping Dogs Let's Play, wo sich bei der ersten Folge ein paar Leute beschwert hatten, dass wir die erst aushalten. Ach so. Sein Vorkommen lockte viele an, auch die Hyperion Corporation. Ich finde ja schön, dass das Raumschiff von denen ein Haar ist. Natürlich. Das wäre sonst auch kein sprechender Name, Hyperion. Ja. Wer Hyperion schon heißt und eine riesige Kooperation ist, der kann sich auch ein Haar als Satelliten bauen. So muss es sein. Ich zum Beispiel würde mir ein großes L bauen. Das ist toll. Ein L wie Loser oder wie Ludwig? Du wolltest hinter mir stehen, oder? Stimmt. Mit dem Messer im Anschlag. Das ist irgendwie aber ziemlich generisch, oder? Hey, im ersten Teil, die Kammer enthielt nur Scheiße. Ja, lass uns eine 2. Kammer öffnen. Ja, das Gute ist, die nehmen sich halt echt nicht ernst. Also du hast so viele Sachen, die sich einfach selbst auf die Schippe nehmen in diesem Spiel, wo die Story wirklich nebensächlich ist. Großartig. Und ich bin ein Kammerjäger. Ach, was für ein wunderbarer Witz. Ja, so. So, gut. Spielst du auf Englisch oder hast du auf Englisch gespielt? Oder? Natürlich spiele ich auf Englisch. Na, sehr schön. Ich habe es jetzt auf Deutsch für die deutschen Zuschauer, weil das ja auch ein deutsches Let's Play ist hier. Boah. Ja, natürlich. Nein, ich hätte es auch auf Englisch gestellt, aber es ist ja wirklich schöner für die deutschen Zuschauer, wenn man das dann auf Deutsch hat. Auch wenn natürlich sicherlich viele Witze verloren gehen, aber ich fand die deutsche Synchro eigentlich gar nicht so schlecht, als ich mir mal ein paar Videos angeguckt habe. Ja, die ist auch tatsächlich gut. Also Borderlands 2 gehört zu den wenigen Spielen, wo die deutsche Synchro tatsächlich mit der englischen mithalten kann. Gerade Claptrap ist einfach so verdammt lustig. Das Boah, und verdammt nervig. Na, das ist die Dualität der Dinge. Ja, ja. Übrigens, man beachte den Skag und weg ist Hallo. Wusch. Am ersten wurde wenigstens noch kurz ein Prozess mit dem armen Vieh gemacht, aber. Nein. Nicht mehr. Diesmal nicht mehr. Kümmert sich auch keiner um den? Das macht einfach alles keinen Sinn. Nee. Überhaupt nicht. So fährst du auch immer Auto, oder? Bumm! Ja, die Musik ist auch wieder geil. Lass es das mal sagen. Einer der vielen Gründe, dieses Spiel zu lieben. Auf jeden Fall. Plus... Genau. Genau sowas. Ach, Gearbox. Kann es euch nicht geben.
Es gäbe viel weniger Blut und Morde. Ja, und es gäbe kein Duke Nukem Forever, was eigentlich gar nicht so schlecht wäre. Aber egal. Aber stimmt, das braucht man denen, oder? Das, ja, aber das haben die ja nicht verbockt. Aha. Die haben es ja nur beendet. Na gut. Man kann ja den Leuten nicht vorwerfen, dass sie ein Jahr von 13 Jahren programmiert haben. Also. Hm. Übrigens, mein Charakter ist der Fette. Ja, deiner ist der Salvador heißt der. Ja, ja. Ich habe beim ersten Mal eine Sirene gespielt. Das war diese hübsche Dame, die da gerade weggerannt ist. Die ist cool. Ja, ich hab mich schon entschieden. Die hat den Face-Lock, ne? Damit kann sie Leute... Ja, die ist ziemlich cool. Sozusagen. Ja, ich hab mich schon entschieden, glaube ich, sie zu nehmen. Einfach auch, um dir was Gutes zu tun. Weil wenn du hinter mir läufst, dann hast du was zu gucken. Anders ja, als bei den ganzen anderen. Das ist ziemlich schön. Ich werde vor allem vor dir laufen und dann auf dich schauen. Ja, das ist auch... Ja, stimmt. Dekolleté gibt's auch. Ja. Na, ich will ja auch dem Team was beisteuern, ne? Da sieht man nämlich schon schön die Fähigkeit, das ist Gunzerking. Der lustige Salvador ist nämlich statt Berserker ein Gunzerker und kann halt zwei Kanonen gleichzeitig auf seine Gegner entladen. Großartig. Doppelter Spaß sozusagen. Ich glaube, das exponentiell der Spaß. Denke ich auch, das potenziert. Zero as a Kanonen. Number, so. Richtig. Bei drei Kanonen wäre es der neunfache Spaß. Ja, ich glaube, das ist die Mathematik des Gore. Ich nicht. Übrigens, das ist nicht Handsome Jack. Was? Das ist nicht Handsome Jack? Das ist eine Dynamitpuppe. Hätte ich gedacht. Boots. In der deutschen Version wurde das Guys oder Freunde oder sowas, er sagt, mit Knirpse übersetzt. Das finde ich irgendwie etwas... Ja, naja, Kiddos. Passt schon. Kiddos sagt er im Englischen, okay. Mhm. Ja, im Deutschen sagt er Freunde. Und stehen tut aber... Knirpse, so. Ach. Was haben wir denn hier noch? Wir haben noch Zero, aber ich glaube, Zero ist der... ist zwar cool, aber er ist auch relativ unbeliebt, weil, verdammt nochmal, ein Charakter, der ein Ninja ist, also ein eher verdeckter Operateur in so einem Spiel... Darauf haben die meisten Leute erstmal keine Lust, glaube ich. Also ich glaube zumindest, das ist der Grund dafür, warum ich neulich gelesen habe, dass kaum jemand den spielt. Hm. Echt? Ja. Ich fand ihn eigentlich auch ziemlich cool. Hast du mit dem auch schon mal gespielt, oder? Naja, der ist halt ein cooler Sniper. Der macht so BAM und alles liegt. Und alles ist tot am Boden. Aber man kann ja auch theoretisch mit allen anderen Snipern, also es ist eigentlich relativ egal. Ja, aber Zero hat halt den Vorteil, dass er noch so einen Doppelgänger von sich stehen lassen kann und dann einfach wegrennt und dann von der anderen Seite auf einmal BAM macht und alles ist tot. Wenn die dann wieder bei ihm sind, macht er wieder Doppelgänger und dann läuft er wieder weg und dann macht's BAM und... Ich glaube, wir haben das System verstanden, Ludwig. Dankeschön. Wisst ihr, was er dann macht? wir reden später drüber, ja? Okay, darüber wird noch zu reden sein, um mal Markus Lanz zu zitieren. Okay, Spielstart in 57 Sekunden. Ich habe nicht mehr viel Zeit. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, was tue ich? Also ich glaube, ich nehme tatsächlich die Sirene. Ja, tu das. Gut, Kopf. Nehm mal gucken, was gibt's denn hier noch? Lustige Haare. Das kannst du übrigens jederzeit im Spiel noch verändern. Achso, okay. Ja, gut. Ich mach's trotzdem. Also, sie sollte schon schöner aussehen. Ich erwarte schon, dass du dich schön für mich machst. Schon ein bisschen. Wenn du mich hier schon zum quasi... Bin ich hier deine Bitch, ja? Also, ja. Ah, das ja. Gut. Definitiv. Das gefällt mir. Okay, Komm, ich bin der Muskelprotz und du die kleine, süße, ne? Kampf-Amazone. Ne? Genau. Seien wir mal nett, sagen wir Kampf-Amazone. So. Oh ja. Und nicht, Fighting-Bitch oder so. Aber am Anfang müssen wir uns noch sowieso keine Sorge über unsere Skills machen. Die kriegen wir nämlich erst ab Level 5, wenn ich mich nicht irre. Ah, okay. Das heißt erstmal so, lalala. Wieso lieg ich denn hier rum und du stehst schon? Hallo? Tja, weil ich der große Muskelprotz und der Pro bin. Verdammt nochmal, woher weiß das Spiel das? Kennt es uns persönlich? Mann. Ich wette. Haben die Trojaner bei uns installiert? Scheiß Gearbox. Ja, genau, Freunde. Warum habe ich mir das schon gedacht? Er hatte nur einen Echo-Communicator in der Hand und jetzt haben wir beide einen. Ja. So. Spielfehler entdeckt. Continuity. Schlechtestes Spiel aller Zeiten. Ah. Alles falsch. Keine Logik. So, hier. Mann, bist du klein. Bist du wirklich so klein? Ich guck so total auf dich runter. Ist ja witzig. Nett hier. Nordlichter und so. Darfst dich mal zu mir drehen und V drücken.
Wo bist du denn? Ach, da. Ja. Was? Nein! Aua! Nein! Ey, fick dich! Komm mit! Geh weg! Hält sich für lustig! Komm her, du kleiner Gnom, du Gimli! Ja. Ey, komm! Nee, komm, lass stecken. Wie macht man denn überhaupt Nahkampf? Ich hab keine Ahnung. V. Auch V, ja, okay. Ja, das ist ja V. Du okay, ja. Hast halt diese Duellanforderungen sehen. Ja, na, ich dachte, damit nimmt man nur sowas an. Okay, also V ist auch. Ja, dann. Das ist auch. V ist quasi die allgemeine Faust. Die Faust. Ja, okay. Richtig. Sehr schön. Hier ist übrigens schon mal Munition, wenn du willst. Ich nehme ja, Munition wird übrigens gesplittet, wenn der eine Spieler schon volle Munition hat von etwas und trotzdem welche aufsammelt, kriegt das der andere Spieler. Okay. Geldbeträge werden nicht mal halbiert, sondern kommen einfach beiden gleich zu. Okay. Iridium, das wird später noch wichtig, kommt auch beiden in gleichen Maßen zu, ohne dass es irgendwie reduziert wird. Und ansonsten um die Loot kloppen wir uns einfach. Ja, so muss es sein. Naja, wir benutzen ja wahrscheinlich auch ein bisschen unterschiedliche Waffen dann irgendwie. Hier ist übrigens eins von diesen Vault-Symbolen, wenn du mal irgendwann willst. Davor stellen und einfach E drücken. Yay! Da gibt's Shivos für, oder? Schöne Achievements. Ja, yeah. Du kriegst vor allem für die Achievements Badass Points. Achso, und damit kann ich dann irgendwie was aufrüsten oder so, ne? Genau, du kannst alle deine Charaktere aufrüsten mit so Sachen wie erhöhter Waffenschaden etc. Okay. Ah, guck mal, ein erster freundlicher Bewohner des Planeten. Pass auf. Pam! Autsch! Mensch, Claptrap. Der Ärmste. Ja, der war aber auch... Warum ist er nicht gerannt? Claptrap! Das verstehe ich auch nicht. So, jetzt müssen wir ihm sein Auge zurückholen, oder? Würde ich mal sagen. Jetzt sieht er ja gar nichts mehr. Übrigens, jetzt sieht er auch nicht mehr diese hübschen Bilder hier von seinen Claptrap-Damen. Ah, wie geil! Okay, das ist vor allem rechts im Bikini, das ist scharf, das gefällt mir. Das ist richtig heiß. Stehe ich auch so ein bisschen drauf, gebe ich zu. Man darf schon mal in dieser grünen Kiste hier das, die Quest abgeben. Na, hier, wo es grün leuchtet. Okay, 1,5 Meter bewegt und einen Schrank geöffnet. Aha. Richtig. dann wirst du zurückblicken und milde lachen. Ja, das stimmt. Okay, ich merke schon, Humor wird groß geschrieben, das finde ich gut. Das wird sowieso, aber hier wird es auch noch mit Caps Lock geschrieben. Also was ich ja sehr schön finde, ist, dass man gleich sieht, ohne auch nur ein bisschen Ahnung zu haben, dass das hier die Unreal Engine ist, weil die Texturen sind noch auf Urlaub irgendwo auf Hawaii oder so. Ja, ja. Die laden immer so eine Minute später also nach, das finde ich gut. Mich? Du hast hier, glaube ich, die Quest noch zum Abgeben. Verdammt nochmal, aber wie gibt man die denn ab? Na, nochmal vorstellen und E drücken. Ah, ich muss Enter drücken, jetzt verstehe ich. Ja, ja, ja. Annehmen, ja. Nicht immer Escape. Ja, ich will immer fliehen. Oder Enter. Du, wenn ich dich so rumhüpfen sehe, dann will ich immer flüchten. Also deswegen, Escape ist genau... Hör halt auf! Aha. Ja, der Erste geht aufs Haus, so. Wieso hast denn du so eine große Kanone? Weil ich Mitglied im Premier Club bin, weil ich nämlich vorbestellt habe. Verdammt. Gemeinheit. Ey, das ist eine Claptrap-Clap. Egal. So. Da können wir nicht durch. Ah, hier ist Munition. Du kannst dich übrigens davor stellen und länger E drücken, dann... Ja, okay. Das ist so alles, ein guter Tipp. So viel du kannst quasi auf einmal auf. Das ist ein guter Tipp. So, aber das heißt, wenn du so eine große Kanone hast, heißt das ja, dass ich wirklich nichts mehr machen muss. Das heißt, du pustest die jetzt alle weg. Doch schon, die sehen nämlich ziemlich cool aus, aber machen keinen Schaden. Das sind halt die Gearbox-Teile, dass man am Anfang nicht nur mit einer Pistole rumläuft, sondern tatsächlich ist also auch mehr so Bling-Bling, als dass es irgendwas bringt. Sehr schön. So, hey, guck ich mal hab her. Schon was. Guck dir mal an, wie groß meine Kanone ist und wie wenig Schaden sie macht. Okay. Yep. Warte, was wollte ich sagen? Bullymonks. Wir werden gleich gegen Bullymonks kämpfen. Das sind so eine vierarmigen Affenviecher. Ja, das haben wir eben schon gesehen, oder? Das war das war ein großer. Okay. Aber es gibt bei allen Gegnern immer so kritische Zonen, wo du treffen kannst. Das ist jetzt mal bei den Waffen, die wir gerade noch haben. Scheißegal, oder? Blei in alle Richtungen spritzen, wo du halt hinschaust. Und manchmal auch nach hinten, aber das ist noch egal. Aber irgendwann wirst du halt bemerken, dass du in manchen Regionen
viele rote Criticals machst. Hat er uns gerade untertan, ne? First Blood. Monster Kill. Ja, das sind aber hier alle Kills, oder? Monster Kills. Ja. Ah! Spring. Mann. Ey. Bleib bei mir. Oh. Stirb. So. Ach, halt die Klappe, Claptrap. Ist nicht mein Auge, komm mit. La, la, la. Du lahme Sau. Rennen, Shift, okay. Gut. Ja. Das ist ja dann sinnvoll. Ducken war C? C. Ducken ist C, okay, ja. Springen, Leertaste? Ah, wer legt denn Ducken auf C? Das ergibt ja gar keinen Sinn. Okay, ja. Frostbite, Crevasse. Okay. Claptrap rennt übrigens gerade überall gegen. Das ist irgendwie... Oh, ich komme hier nicht wieder hoch, egal. Nee, musst du auch nicht. Niemand will dich hier um. Jetzt steckt er hier im Boden. Ach, Mann! Hör auf zu streuen! Du bist Teil. Ist halt so, das mit dieser Waffe, ich glaube, würde man die in Counter-Strike einbauen, keiner würde sie kaufen, weil sie einfach so, man gibt einen Schuss ab und ist auf der anderen Seite des Bildschirms mit seinem Fadenkreuz. Sehr gut. Das ist sowas wie die, das Gegenteil von einer AWP oder so. Völlig sinnloser Scheiß. Ja, also super. Wunderbar. Dann freue ich mich ja, dass ich sie nicht hab. Ja gut, meine ist ja auch nicht besser. Scheiß Anfang. Richtig. Dann ist sogar eher doch schlechter. Ach komm. Das ist doch ein Gerücht. Ja, ich glaube, meine Waffe ist eigentlich ziemlich cool. Ah, du musst mal kurz Claptrap drüben aus dem Schnee ziehen. Och, komm, ey. Was sind das für ein blöder kleiner Roboter? Achso, es ist ein blöder kleiner Roboter. Ja. Genau. Aber er hat mich gerade Untertan genannt und deswegen helfe ich ihm jetzt auch. Weil... Ah. Freund aller Freunde, das gefällt mir schon besser. Unter Meister mache ich nichts für die Claptrap. Was ist hier los? Jetzt fahr weiter, los. Lauf! Oh, ich glaube, Jack findet es nicht gut, dass wir noch leben. Ne. Er hätte vielleicht mehr Roboter schicken sollen am Anfang oder mehr Dynamit oder irgendwie sowas. Das war ja billigst. Yeah. Sowas überlebe ich zum Echt, Frühstück. Der World Hunter lässt sich von sowas nicht... So ist das. Übrigens, erster Bosskampf. Ah, Bosskampf. Ich spiele noch gerade mal 15 Minuten. Nein, wir spielen gerade 5 Minuten. Und schon wird ein Auto auf uns geworfen. This is gonna hurt. Oh yeah. Gut, dann tänzeln wir mal leichtfüßig um den Kerl rum. Ja. Leichtfüßig. Naja, ich bin immer leichtfüßig. Bin ein Tank. Okay. Ich nicht. Ich bin sowas Kleines, Zierliches. Das finde ich auch besser so. Übrigens, wenn du schießt, versuch vorher die rechte Maustaste zu drücken, um tatsächlich ein bisschen genauer zu schießen. Okay. Ach, Genauigkeit brauche ich nicht. Ich bin leichtfüßig, aber ungenau. Das ist meine Taktik. Hui, Knuckle Trigger ist wieder runtergesprungen. Den kriegen wir. Kümmer du dich mal drum, ich nehme die Kleinen. Okay. Ah, jetzt nehme ich den Großen. Kümmer du dich um die Kleinen. Ah! Oh! Aua! Wurde Auto auf dich geworfen, es sah episch von mir aus. Es tat auch episch weh. Nein, es hat mich in Wirklichkeit überhaupt nicht getroffen. Fast tot. Wollte dir nur ein gutes Gefühl geben. Ja, Killstealer! Haha! Sau. Ach, den hab ich einfach verdient, so. Total. So, und nun? Hier ist das Auge, hier ist das Auge! So, ich hab mich schon gefragt, warum du so hüpfst. Aber eigentlich hüpfst du ja immer so, also. So, wo ist Claptrap? Da hinten. Ja. Total gerne. Ich würde ihm noch gerne andere Sachen ins Gesicht stecken. Stahlrohre und so. Baseballschläger. Oh, jetzt hör auf, hier ständig irgendwo gegenzufahren. Lauf! Lauf! Komm, los! Lauf! Lauf! Hüpf, klapp, klapp! Lauf! Lauf! Trink! Trink! Falsch! Ah, sorry! Lauf! Schluck! Schluck! Ah, nein, das war was ganz anderes. Okay. Nein. Deine Freundin mitspielen. Sowas wollen wir hier nicht. Ja, müssen wir mal gucken. Vielleicht spielt ja Gia dann demnächst auch noch mit. Yay!
Allerdings bräuchten wir... Ja, dann könnte sich ja wenigstens hier daneben setzen. Also sie hätte zwar kein eigenes Spiel, weil nochmal kaufe ich das jetzt nicht. Also. Nicht? Es gab einen Viererpack dafür. Es gab einen Viererpack. Ja, hast du 150 Euro über, dann kaufen wir es. Wir müssen hier nur jemanden finden, beziehungsweise zwei Leute finden, die 70 Euro dafür bezahlen. Haha, wir gehen auf die Suche. Es wird schon dumme Menschen finden garantiert Leute. Oh, hier liegt ja wieder Zeug. Hier wird gleich eine Kiste in der Mitte auftauchen. Okay. Moment, ich weiß das ja gar nicht. Ich prophezeie, dass hier eine Kiste in der Mitte auftauchen wird. Oh! Ludwig, wir haben den Leuten schon gesagt, dass du das Spiel durchgespielt hast. Du brauchst nicht so tun. So, na gut. Das wäre jetzt albern. Ich wollte gerade noch versuchen, als Naturtalent dazustehen. Nee. Vielleicht ein paar Orakel-Dienste an Mitbieter zu verkaufen. Das sieht gut aus. Bam. Ja, die ist schön. Ah, die hat nur einen Schuss, oder? Ah, sowas mag ich ja überhaupt nicht. Ah, egal. Claptrap hat eine Quest für dich. Auch ja, er hüpft gerade. Ich würde sagen, die Quest holen wir uns dann das nächste Mal ab bei diesem blöden, hüpfenden, augenlosen Vieh. Und verabschieden uns für die erste Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr beehrt uns auch bei der zweiten Folge wieder. Und ich denke, auch Ludwig freut sich darauf, euch wieder zu bespaßen, nicht wahr? Ich freue mich unglaublich. Auf Wiedersehen. Claptrap will auch irgendwas. Aber das gucken wir uns nächste Folge an. Tschüss. Yay!